Verzerrte Blicke schieben sich zwischen mich und die Welt. Wie ein sechster Sinn, drittes Auge, zweites Gesicht. Also zunächst mal war es eine Ideensammlung. Es hat Zeit gedauert, so ungefähr ein Jahr, zwei Jahre, so eine Ideensammlung anzufertigen für die vielen Einstellungen. Dann nochmal eine ganze Arbeit, das in ein Drehbuch zu fassen. Dann den zu finanzieren, hat auch gedauert. Und dann haben wir ungefähr fast drei Jahre an dem Film noch gedreht, immer so kleine Einstellungen. Dann versuchen Sie aufzuholen. Bis ich so schnell bin wie der Rest der Welt. Und es kommt Ihnen vor? Wie Stillstand. Dass man dieses Gefühl hat, man wird in so eine Welt hineingeboren, wo alles schon durch menschliches Denken vorgeprägt ist und es gibt für alles schon Begriffe und Metaphern und die Symbole sind eigentlich schon stärker als das, was sie bezeichnen. Es ist natürlich auch Ironie mit drin an manchen Stellen. Eigentlich besteht der Film ja nur aus Metaphern und die sollen natürlich auch unterhaltsam und oft witzig sein. Und man auf der Suche nach sich selbst und seiner Bestimmung versucht, einen Platz für sich zu finden. Und Rückhalt von einer Gruppe bekommen. In der man gegenseitige Bestätigung findet. Bis hin zum blinden Vertrauen. Genau zu wissen, was die andere gerade denkt. Ne, das sind natürlich alles eigene Gedanken, die in den Film einfließen. Aber ich habe extra diese beiden Charaktere erfunden, den Augenarzt und die Malerin, die so eine Art kleinen Kampf untereinander, so ein Duell austragen. Die sagen ja auch widersprüchliche Dinge. Ne? Beide stehen so für eine andere Weltsicht. Wenn man dann die Augen öffnet, ist die Welt wieder da. Und man selber ist mittendrin. Also für mich ist so ein bisschen so der wichtigste Satz in dem Film, das, was die Malerin am Ende sagt. Da sagt sie, wenn alle menschlichen Fähigkeiten auf Ausdrucksformen übertragen sind, die wir uns selber hinausführen, werden die Künstler der Zukunft keine Werke mehr schaffen, sondern Situationen erfinden, um ihre Einbildungskraft gegen die zu behaupten, die sie ihnen stehlen wollen. Und der Satz ist ziemlich kompliziert, den wird man wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn man den beim ersten Mal hört im Film. Aber dieses, dass man seine Einbildungskraft behaupten muss, das ist eigentlich so ein Satz, wo ich sagen kann, deswegen habe ich den Film gemacht und da finde ich mich wieder. Film des Jahres 2012 im Fischfestival in Rostock ist der Film Sechster Sinn, drittes Auge, zweites Gesicht von Jan Riesenbeck.